Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns einmal die Intro-Quest-Reihe für die neue Kriegsfront an der Dunkelküste aus der Perspektive der Horde an. Wir müssen herausfinden, was diese widernatürliche Nacht verursacht. Also seid bei euren Verhören nicht zu zimperlich. Wenn diese Nachtelfen euch tot zu Füßen liegen, ruft Brynja herbei, um sie wieder auferstehen zu lassen. Nathanos ist beunruhigt und möchte, dass wir herausfinden, warum der Mond schwarz geworden ist. Dafür sollen wir Informationen von ein paar Leutnants der Kaldorei herausbekommen. Auf dem Weg an die Information zu gelangen, sollen wir außerdem Schildwachen töten, sodass Valkyr Brynja sie als dunkle Waldläuferin wiedererwecken kann. Nebenbei befreien wir dann auch noch ein paar Goblin-Schredder aus Ranken. Beim letzten Leutnant angekommen, finden wir einen Irrwisch, den wir zu Nathanos bringen. Was habt ihr denn da angeschleppt? Der Irrwisch, den wir gefunden haben, zeigt uns seine Erinnerung. Leider ist auf dem PTR noch nicht verfügbar, was wir dann sehen werden. Wir haben noch ein letztes Ziel. Eine, die sich gewehrt hat. Vergeblich. Die dunkle Fürstin hat sich sehr deutlich ausgedrückt. Wir sollen den Leichnam von Delarin Sommermond finden, sodass auch sie wieder erweckt werden kann. An der Küste angekommen, finden wir dann natürlich auch den Leichnam und geben Nathanos das Signal. Euer Weg endet hier. Es gibt kein Entrinnen. Erschallt her das! Seid ein braves Mädchen und sterbt einfach! Sie wird kommen und dann wird sie euch in Stücke reißen. Na, wen haben wir denn hier? Die Jägerin ist die Beute geworden. Es ist schon fast lachhaft. Nein, das war nicht... Worauf wartet ihr noch? Gebt ihr den Rest! Oh, ist sie. Jetzt, wo die Vorbereitungen getroffen sind, können wir mit dem Ritual beginnen. Pestrufer! Nun, das kommt ungelegen. Beschützt die Walkür! Macht ihr euch werdet nützlich. Den Sonnenaufgang nicht mehr erleben, Monster. Na. Solch ein Benehmen für eine Königin der Baumelfen. Nennt man euch so? Oder was war es noch gleich, worüber ihr dieser Tage herrscht? Ich bin keine Königin. Ich bin die Rache der Kaldorei. Ein Nichts seid ihr. Erweckt sie! Erhebt euch! Im Namen von Sylvanas, der Banshee-Königin, schenke ich euch diese Gabe! Genug! Irgendwelche letzten Worte, Priesterin? Ihr endet bald wie eure teure Freundin Syra hier. Oder die edle Delarin. Wiedersehen können ja so herzerwärmend sein. Ihr könnt euch nicht ewig vor mir verstecken, Elfe. Wir kommen nicht allein. Jetzt! Was? Euer Ende ist gekommen. Wir brauchen mehr Zeit. Bringt es zu Ende, Signe. Ich kümmere mich darum. Ihr seid zu spät. Seht nur. Ihr müsst den Schatten in eurem Herzen bekämpfen, Schwestern. Wir haben an euch geglaubt. Und ihr habt uns verlassen. Elun hat uns verlassen. Für uns gibt es nichts mehr. Wir sind verlassen. Nie wieder! Ashtoribas! Nein! Dunkle Fürstin, verzeiht mir. Hexe, dafür werdet ihr teuer bezahlen. Rückzug! Am Ende möchte uns Nathanos noch etwas zeigen. Leider ist die Cutscene noch nicht verfügbar, aber seine Worte lassen darauf schließen, dass es sich um das gesamte Ausmaß der Feindesaktivitäten an der Dunkelküste handelt.
Schauen wir uns einmal die beiden Spielzeuge an, welche wir während der Intro-Quest erhalten. Mit dem Ersatzkugel der dunklen Waldläuferin können wir uns für 10 Minuten in eine dunkle Waldläuferin verwandeln. Mit Brynjas Laterne können wir für einen Tag den normalen Geistheiler gegen eine Walkür austauschen. Zum Abschluss möchte ich euch jetzt noch ein paar optische Veränderungen an der Dunkelküste zeigen, welche mit Patch 8.1 dann auf uns zukommen werden. Ich verabschiede mich aber jetzt schon einmal und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und haut rein!